Liebe Schwestern und Brüder, freudig, Tochter Jerusalem, so hörten wir eben in der ersten Lesung aus dem Buch Zephania aus dem Alten Testament. Und der Apostel Paulus scheint das zu zitieren, wenn er an die Gemeinde in Philippi schreibt: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Aber halt, freut euch, das klingt doch wie ein Befehl. Los, freut euch, ihr sollt euch freuen, habe ich gesagt. Nun kann man Freude aber nicht fordern oder anordnen. Jubel kann man verordnen und inszenieren, wenn zum Beispiel ein Diktator eine Jubeltruppe zu seiner Begrüßung braucht. Man kann auch Leute zum Lachen bringen. Aber Freude verordnen, das geht nicht. Sich richtig freuen auf Befehl, das ist unmöglich, wie man ja auch nicht auf Befehl jemanden lieben kann. Wohl kann man anderen eine Freude machen und darauf warten und vielleicht auch erwarten, dass sie sich freuen. Vielleicht wird es in den Weihnachtstagen wieder solche Dialoge geben, wenn jemand ein Geschenk auspackt und der andere fragt, freust du dich denn gar nicht? Freude ist etwas, was aus dem Herzen kommt, aus dem Innersten. Verordnen kann man sie nicht. Was man kann, ist Menschen vor Augen führen, dass sie allen Grund zur Freude haben. Vielleicht hat man das gar nicht im Blick. Und das scheint mir bei Paulus der Fall zu sein. Freut euch eben nicht als Befehl, sondern als Einladung. Nach dem Motto, ich, Paulus, ich wünsche mir, dass ihr euch freut, denn ihr habt wirklich allen Grund dazu. Denn, liebe Schwestern und Brüder, Freude ist von ihrem Grund abhängig. Und da Freude alle möglichen Gründe haben kann, kann man sich vielleicht auf zwei ganz unterschiedliche Weise freuen. Es gibt quasi zweierlei Arten von Freude. Es gibt vorübergehende Freude, die auf einem vorübergehenden Anlass beruht, und es gibt dauerhafte Freude, die auf einem dauerhaften Anlass beruht. Die vorübergehende Freude, sei sie klein oder groß, wechselt sich dann ab mit vorübergehendem Ärger. Man freut und ärgert sich mal so, mal so. Ich muss da nicht an die Menschen denken, die Aktien besitzen. Die gucken die Nachrichten, sehen ein Laufband, freuen sich, am nächsten Tag ärgern sie sich. Das geht hin und her, auf und ab und gibt zwar eine gewisse Lebendigkeit, ist aber am Ende nicht tragend. Oder viele andere Bereiche in unserem alltäglichen Leben, ob in der Schule, in der Universität, im Beruf, man besteht eine Prüfung, freut sich, eine andere läuft nicht so gut, man ärgert sich. Kurzfristige, vorübergehende Freude. Dauerhafte Freude ist immer da, ist immer groß. Das heißt aber nicht, dass sie immer spürbar ist, dass sie in jedem Augenblick greifbar ist. Aber sie kann immer wieder neu aufflammen als dieselbe Freude, weil sie auf einem dauerhaften, weitreichenden, ja alles betreffenden Grund beruht und nicht auf einer erfreulichen Einzelheit. Die Freude an einem Kind, wenn Menschen Eltern werden, das Kind haben. Die Freude an der Gesundheit, die Freude an etwas, was einem geschenkt wird, an Talenten und Charismen, die man besitzt. Diese Freude trägt durch. Und deshalb wechselt sich diese dauerhafte, große, nachhaltige Freude auch nicht einfach ab mit unerfreulichen Erlebnissen. Eine solche innere Freude hat sogar die Kraft, sich gegen Widerständiges aller Art durchzusetzen.
Mit einer solchen Freude kann man sogar Ärgernisse und auch Leiden aushaltbar machen. Eine solche Freude, eine grundsätzliche positive Gestimmtheit, vertreibt tiefsitzenden Trübsinn, besiegt Melancholie, verscheucht Lustlosigkeit und Null-Bock-Stimmung. Es hat ja alles keinen Sinn. Eben weil sie auf einem dauerhaften und alles betreffenden Anlass zur Freude beruht, kann sie dem ganzen Leben und Lebensgefühl eine bestimmte Tönung, eine bestimmte Grundstimmung geben. Friedrich Schiller hat dem umfassenden Wunsch nach solcher tiefer, dauerhafter Freude ein Gedicht gewidmet, dem Ludwig van Beethoven später Unsterblichkeit verlieh, als er die berühmte Ode an die Freude schuf, mit der die 9. Symphonie endet. Freude, schöner Götterfunken. Das ist eine Freude, die nicht aus einem hohen Aktienkurs besteht oder einem gerade überreichten guten Zeugnis. Etwas Tragendes. Und, liebe Schwestern und Brüder, Paulus ergänzt dieses Freut euch eben durch zu jeder Zeit. Immer und überall heißt das. Gegen das Böse, gegen Leid und Traurigkeit wird diese Freude gesetzt, die, und das ergänze ich jetzt, einem Christen möglich sein soll. Denn Grund unserer Freude ist unser Glaube an einen Gott, der uns liebt, der uns geschaffen hat, der uns hält, dass wir nie tiefer fallen können als in die liebenden Hände Gottes. Unser Glaube an einen Gott, dem wir nicht egal sind, nicht eine Nummer, keine Eintagsfliege in der langen Geschichte dieser Welt, mit einem Namen ausgezeichnet, einzigartig, von Gott gekannt und geliebt. Das ist dieser dauerhafte Grund unserer Freude. Der Grund dafür, von dem die Freude eines Christenmenschen abhängen darf, ist der Herr selber. Es bedarf eines Grundes, der etwas mit Gott zu tun hat. Dass ich nicht denke, wenn ich morgen tot umfalle, war es das. Nein, wir sind aufgehoben in der Liebe Gottes. Wir haben ein Leben, das über dieses Irdische hinausgeht. Wir haben eine Zukunft. Unser Leben hat einen Sinn. Es bedarf eines Grundes für eine dauerhafte Freude, eines Grundes, der etwas mit Gott zu tun hat, mit nichts Geringerem als mit Gott und mit seiner Zuwendung zum Menschen, wenn eine solch ganz große und nachhaltige Freude überhaupt möglich sein soll. Auch in Schillers Ode an die Freude ist das so. Brüder, überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen, lautet da die Begründung zur Freude. Mit der bloßen Empfehlung, doch immer mal positiv zu denken, geht es nicht. Auch nicht mit einem Don't worry, be happy, ganz ohne Begründung. Happy ist man bestenfalls, solange man das singt, aber was passiert danach, wenn einem nicht zu lachen zumute ist? Wenn es Traurigkeit, Schmerz, Leiden und Tod gibt? Also keine bodenlose Freude oder Ausgelassenheit. Dann versinkt man schnell, geht unter. Für uns als Christen ist es keine bodenlose Freude, weil der Boden die Menschwerdung Gottes ist in Jesus Christus und sein Heilswerk, das, was wir Weihnachten feiern werden. Und deshalb ergänzt Paulus ja, freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Das im Herrn ist ganz wörtlich zu verstehen. Wir sagen ja, freut euch wegen oder freut euch über. Hier aber freut euch im Herrn. Durch die Menschwerdung Gottes an Weihnachten und das Christusgeschehen von Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung Jesu, ist eine neue Wirklichkeit, eine neue Gesamtlage entstanden, die uns von allen Seiten umfängt. Ein neues Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist geschaffen, weil Gott Mensch wurde.
Ein neues Verhältnis, in dem wir mit Gott und damit mit allem versöhnt sind. Deshalb schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Geist der Versöhnung aufgetragen hat. Zitat Ende. Der Geist der Versöhnung. Wir stehen in dieser neuen Wirklichkeit und das ist der Grund dieser großen und dauerhaften Freude, die uns als Christen auszeichnen sollte. Wir haben einen Gott, der uns nahe ist. Wir haben eine Zukunft, die größer ist als unsere Vergangenheit und Gegenwart, gemeinsam eine Zukunft bei Gott. Wir kennen die Erlösung. Ich habe schon in mancher Predigt zitiert den Ausspruch von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, ich würde an die Erlösung glauben, wenn die Christen Erlöster aussähen. Auch das hat etwas mit Freude zu tun. Nicht, dass ich die ganze Zeit lachend durch die Gegend laufe, nein, aber da muss es doch einen Grund geben, der mich nicht resignieren lässt angesichts all der Botschaften, die uns tagtäglich aus den Medien entgegenkommen. Eine Freude, die trägt. Das Evangelium ist, genau betrachtet, eine ausgiebige Ode an die Freude. Der Name Evangelium bedeutet ja frohe Botschaft, gute Nachricht. Und damit sind wir dann auch beim Evangelium des heutigen Tages bei Johannes dem Täufer. Seine Aufgabe ist es, Antworten zu geben auf die Fragen, auf die Lebensfragen der Menschen. Er hat von Gott den Auftrag erhalten, durch seine Predigten und Antworten dafür zu sorgen, dass seine Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Herzen öffnen, dass sie erkennen, wo sie gegen die Gebote Gottes, gegen das Gebot der Liebe verstoßen haben. Wenn ihr zu viel Geld genommen habt, dann gebt es zurück. Und wenn ihr einen Mantel habt, zu viel habt, gebt ihn den anderen, habt die anderen im Blick. Johannes der Täufer ruft zur Umkehr. Es heißt im Evangelium, Johannes ermahnt das Volk und verkündet gerade darin die frohe Botschaft. Und dabei macht Johannes deutlich, dass es nicht um ihn als Person geht. Er ist nur der Überbringer der Botschaft, er ist der Bote, er ist Fingerzeig. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Später wird er, als Jesus zu ihm kommt, auf ihn zeigen. Seht das Lamm Gottes. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Isenheimer Altar in Colmar, wo Johannes mit einem langen Zeigefinger dargestellt ist, nicht auf sich zeigend, um mich geht es, sondern um ihn, den Herrn. Das ist für ihn auch der Grund seiner Freude, die ihn befähigt, bis zum Ende einzutreten für die frohe Botschaft und für Gott. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man geweiht wird, wird man immer eingeladen, einen Spruch auszuwählen, der sozusagen über dem priesterlichen Dienst steht. Und vor nunmehr 25 Jahren habe ich ein Wort aus dem Psalm 100 genommen. Dient dem Herrn mit Freude. Dient dem Herrn mit Freude. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Das entspricht sich. Es ist ein Dienst, wir sind gestellt in diese Welt, um das Unsere zu tun, die frohe Botschaft zu verkünden, ob als Priester oder als Getaufte und Gefirnte. Dient dem Herrn, im Herrn, um ihn geht es. Er ist der Grund, der beständige Grund unserer Freude, dass wir keine Todesangst haben, aber auch keine Lebensangst, sondern uns getragen wissen. Und beides, der Dienst, das Verkünden, das Lieben kann und soll nur geschehen in Freude. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur in der Adventszeit, am dritten Advent, sondern alle Tage unseres Lebens, wenn wir morgens aufstehen, machen wir uns eins bewusst, die Einladung des Paulus, Tag für Tag. Gaudete, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Amen.